Und als Ratte komme ich wieder zurück. Huch. Mein Kumpel, du wirst nie erraten, wo ich gerade war. Genau, ich habe es tatsächlich ins Zentrum des Dungeons geschafft. Warst du gar nicht. Ich kenne jetzt den Weg und wenn du mich in den Tief brauchst, bin ich da, Kumpel. Wir kommen hier total ins Zentrum. Hä? Ach so, weil es in die Richtung gelaufen ist. Ich sehe, du wurdest verflucht. Es war echt schlimm. Zumindest stehe ich ja. Und ich kann mich darüber beschweren. Verfluchte Dinge können mit dem richtigen Licht gereinigt werden. Wenn ein verfluchtes Item gereinigt wird, ist es wie jedes andere. Es kann einfach zurückgelassen werden. Neues Item freigeschaltet. Kleine Lampe. Ein ungewöhnliches Zubehör wird mit diesem Typ verwendet, verflucht. Bei alternativer Verwendung erlöst dich von Fluch, wird zerstört. Führe mich nach Hause. Dann haben wir noch die Laterne. Ein ungewöhnliches Zubehör, kann zweimal benutzt werden, wird mit Fluch benutzt. Bei alternativer Verwendung erlöst dich vom Fluch. Wenn es nicht mehr verwendet werden kann, wird zerstört. Also auf gut Deutsch wie das kleine Ding plus zweimal. Bin auch voll der Pazifist. Manchmal. Außer wenn ich beiße. Oder kratze. Oder ähnliches. Ich hoffe, diese Dinge können dir helfen. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Natürlich. Die Gläubigen haben hier keinen Ort zum Beten. Wir sollten einen Tempel bauen. Das würde dieser bescheidenen Stadt so viel hinzufügen. Heilig, Forschung, Gebäude. Erschafft 10 Schätze, während du im Dungeon bist. Wie jede heilige Dekoration in der Nähe, plus 2 Effizienz. Danke, Purs. Ja, dann benutzt die Leute als Handschuh. So, wir müssen jetzt erst einmal zum magischen Myzel. Da können wir nämlich Magie reinstecken. Und hier oben Magie selten, haben wir keins. Irgendwo brauchten wir noch Mana-Stein. Aber jetzt können wir das hier freischalten. Vogelgesang, leitfähig, fügt 6 Block hinzu. Jeden Zug. Entfernt ein Mana aus dem Mana-Netzwerk. Wenn kein Mana verbunden ist, das Item wird deaktiviert. Diese entfesselte Melodie geht weiter. Ja, schlagen sollte man nicht. Was machen los, kleine Kinder? Fangen wir wieder hier hinten an. Alle, hopp. So, Konsum-Item, Essen. Und neue Quest. Die Runde geht auf mich. Plus 2 Multiplikatoren auf Gold. Du startest mit diesen Items. Du musst sie während des gesamten Runs behalten. Der Bombenstein, Waffen dahinter erhalten permanent 500 Schaden, Waffen werden benutzt, Waffen werden zerstört. Und das Fass, dieses Item ist schwer, erschafft ein Getränk in dieser Reihe. Du beginnst mit diesen Items. Der kleine Buckler, das Sparschwein. Der kleine Buckler fügt 6 Block hinzu. Das Sparschwein kenne ich noch gar nicht. Wenn der Kampf endet, plus 2 Gold. Geld umsonst. Das riecht nach Speck. Und Gold. Ungewöhnlich. Der Grund allen Übels, aber auch sehr glänzend. Run endet nach 2 Runden und die Belohnung ist eine Schachtel mit Nägeln.
verkaufe 8 zusätzliches Material und die Obstschale für 10 Nahrung. Ja, die Belohnung ist jetzt nicht unbedingt so pralle. Weiter. Hier können wir. Der Vogelbaumeister. Oh ja, darauf habe ich Bock. Zu wenig. Och. 300 Käse. Das wäre. Werden wir jetzt gleich freischalten. Bitten. Hier haben wir. Bis jetzt? Nö. Hier was zum Freischalten? Denn dich gleich, Buckler. Edelsteine, Juwelier, Ring. Zubehör, Ring. Ring. So, hier Schmiede. Haben wir schon fast alles. Dann gehen wir den Rest verkaufen. Und dann oben das Ding freischalten. Bitte ich. Quatsch, soll's doch verkaufen. Dann können wir jetzt den Baumeister freischalten. War das hier? Ja, Tischler. Tede, Baumeistervogel. Übrigens mit diesen Items. Den Clownhammer. Ein ungewöhnliches Hammer-Nahkampfwaffendingens. Kann jeden Zug einmal verwendet werden. Hämmert die zwei Felder entfernt sind, erhalten plus 50% Bonusschaden, verursacht 3 Schaden. Der Kugelhammer kann jedem Zug einmal genutzt werden. Das nützte man zum Fechten. Das sind meistens kleine Metallschilde, die wirklich aussehen wie so ein Buckel. Daher der Name Buckler. Hämmer, die zwei Felder entfernt sind, erhalten plus 2 Schaden. Ja, fast so wie der hier. Nee, wir kriegen 50% Bonusschaden. Ziegelwand. Dieses Item ist schwer. Für jedes angrenzende oder diagonale Baumaterial erhält plus 1 Block. Jeden Zug 0 Block. Dieses Item ist schwer. Jedes angrenzende Baumaterial erhält plus 1 Block. Selbe nochmal. Und der Krötenhammer. Magisch. Kann jedem Zug einmal benutzt werden. Leitfähig. Hämmer, die zwei Felder entfernt sind, erhalten 50% Bonusschaden. Wenn genutzt, verursacht 7 Schaden. Ui. Und ein großer Mana-Stein. Ja, Erfolge sind eine goldene Feder, ein verlorener Stein und Mjölmir, der Nomade. Eine legendäre Waffe, wenn genutzt, 6 Schaden. Immer die zwei Felder entfernt sind, werden aufgefrischt und können in dieser Runde erneut verwendet werden. Ui. Das wird doch was. Das sind Schätze. Hier gucken mal, was wir für Schätze bauen können. Tempel, gewährt Schätze. Das können wir sogar schon machen. Tempel, ja. Kann an den Arsch der Welt. Ja. Wir brauchen schon Tempel. Neue Items. Quest. Kreuzzug. So. Lebensmittel. Wir könnten mal gucken, ob wir das Ding endlich mal fertig bauen.
Zu wenig Geld. Ja, wenigstens machst du wenigstens ein bisschen mehr. So. Hab ich doch Bock drauf. Auf ein Abenteuer gehen. Die Runde... Ich kann mit dir es nicht machen? Abbrechen. Geht das nur mit Stachel? Baumeistervogel. Oh. Ja, ach komm. Dann wollen wir mal. Also, das ist schwer. Ich können wir dann dahin tun. Die müssen werden miteinander verbunden. Aber zwei Felder entfernt. Das heißt, du und du und du. Die und also der gibt allen plus 50% Bonusschaden. Der plus 2 Schaden. Du machst 14 Schaden. So, dahin, dahin, du dahin. Du für dich kriegen wir für jeden angrenzenden oder diagonales Baumaterial plus ein Block für dich. Ebenfalls 12. Demnach ist es quasi komplett egal. Aber bei dem müssen wir jetzt, glaube ich, alles festbauen. Krypta, Stachelgruft. Ab in die Stachelgruft. Und jetzt wird nicht mehr geflötet. Jetzt wird gebaut. Das Führrüstung. So. 14 Schaden brauchen wir bei dem. Nummer 1 ist weg. Au. Das tut weh. Neues Level. Fertig. Items erhalten. Halt, wenn ich das so mache und so mache, kriegen die, die und die. Wir brauchen Baumaterial und Hämmer. Der Hammer kriegt plus 1. Alter Schleifstein. Zerstörten Schlüssel. Glück. Willst du eine Runde drehen? Was haben wir hier? Kein Baumaterial. Das Ding wäre schön. Baumaterial. Oder? Fertig. Nee, Magie. Füg Block hinzu. Ne. Warum? Nächster Gegner. Hier gebe ich auf den Kopf. Wir müssen irgendwas mit... Ach! Cool. Hier oben. Oder hier unten. Hier unten wahrscheinlich. Neue Items erhalten. Wetten wir kriegen null Baumaterial. Den einmal mehr im Kampf benutzen. Herzring, Herzring. Block, ein Herzring, zwei Herzringe.
Heilung! Hier haben wir den Hühnerhabicht. Der Giftschleifstein. Och nö. Einmal Leben. So. 1, 2, 3. Jetzt haut der aber rein. Er ist ausgewichen, der Sack. Bomb. Bomb. So, Items erhalten. Das Totem. Zubehör. Ungewöhnlich. Jeder Kampf. Wenn oben ein leeres Feld ist, wird ein Totem erstellt. Wenn benutzt, fügt 6 Block hinzu, verwendet jedes Totem in dieser Spalte. Wird zerstört. Also auf gut Deutsch, wenn wir das hier hinbauen, stackt das ganz schnell hoch. Ätherischer Schleifstein. Ein Buch. Der Ring. Macht er. Angriffe erhalten im Kampf einmal Schaden dazu. Das heißt, den könnte man dreimal einsetzen, wenn wir den hier hinhauen. Aber den Ring dann nicht mehr. Wir brauchen dich nicht. Du kommst rein. So. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir immer noch 11 Zuschauer haben. Ist da irgendwas kaputt? So, weiter. Oh, Kala, du bist ja auch noch da. Auch ganz witzig. Ne, klar ist es witzig. Oder meinst du mich? Scham zum Insel. Eile zum Baumaterial. Das kostet 32 auch. Ach, hast auch eine VR. Welche denn? Wir haben die Rift 3. Ja, müssen wir uns mal kennenlernen. Hallo, ich bin das Wolfi. Nein, ich möchte keinen Fluch. Power 1515, heute ja, der läuft heute richtig gut. Ich wurde von meiner Geburtstagsschwester geratet mit 25 Leuten. Hey. Schnecks. Ja, eine Meta-Quest 3. Jetzt machen wir mal Schneckenmatte. So. Ich habe halt nichts, nicht zu blocken. Hier, kannst du kriegen. Hätte sie mich nicht geradet, hätte ich jetzt nicht mal ansatzweise so viele Leute. Na, ich habe eine 2060. Oder läuft die Quest 3 auch echt ruckelfrei? Auch über, wie nennt man das? WLAN? Hymne von A, dieses. Brauchen wir Getränke. Wir kriegen kein Baumaterial. Airlink. Also über den Airlink funktioniert es einwandfrei, ohne Probleme. Eine 2060 habe ich auch.
Und zwar eine 2060 in meinem Gaming-Laptop. Eine Fluchkiste? Nee. So. Ich hab den Insta-killed, lol. Ich glaube, Virtual Desktop ist über USB und eine der Airlink ist über Luft. Aha. Nicht genügend Energie. Ein neues Hämmerchen. Tinners Hammer. Kann jede Runde einmal benutzt werden. Hämmer, die zwei Felder entfernt sind, erhalten plus 2 Schaden. Verursacht 10 Schaden. Also der sollte von zweimal von den 50% oder 50% Bonusschaden. Das heißt, du gehst mal da weg. Gehst da hin. Er macht 18 Schaden, du machst 14. 18. Nur weil der jetzt so. Da. Glücksring. Ein Baumaterial. Ich fall vom Glauben ab. Endlich mal. Witzig wäre es, wenn wir denselben Laptop hätten. Das wäre echt, würde ich echt lol sagen. So. Ich merke gerade, meine Lippen werden trocken. Ja. Nom. Power, eigentlich mal so eine Frage. Wie läuft's eigentlich bei dir gerade? Oder bist du gerade schon nicht mehr da? Wie war heute dein Tag? Was haben wir denn hier von Trank? Den Liebestrank. Fügt, wenn benutzt, fügt dem Gegner 20 Scham hinzu, wird zerstört. Romelu? Romelu. Wo seid ihr, mein Romelu? Ich hab ein Asus Rock. Frag mich, schlag mich tot. Genauso. Müsste ich jetzt erst nachgucken. Kenn ich. Energy hilft. Nee. Nee, ich hab keinen Tuff. Also, wenn mir die Energie fehlt, also nutze ich meistens Schwarztee. Aber man soll sich nicht zu irgendwas drängen. Also, wenn man merkt, dass es anfängt, einen runterzuziehen, würde ich auch nicht streamen. Aber jetzt hat sich, bin ich richtig hammer drauf. Warum haben wir 2 Shops hier? Ja, was hilft dir, wenn du müde bist? Pen. Baumaterialien! Wir kriegen endlich Baumaterialien. Yay! Stein auf Stein. Carry 5 Structures. Ich bin ein Builder. Ja, kannst du haben. Schenke ich dir. So, sonst braucht man gerade nichts. Was hast du hier rumliegen? Das Dach! Es ist schwer. Baumaterial unterhalb dieses Items bekommen plus 1 Block. Wie kriege ich jetzt das Dach hier rein?
Kriegen wir noch genügend Erfahrung zusammen, um... Glaube nicht. Wir müssten Glück haben, dass wir hier... Nee, das warst du. Das ist die Fluchkiste. Bisschen Heilung mal ganz kurz mitnehmen. Bist du... Mein Haus sieht aus wie ein Hut. Bist du? Du bist Kohle. Aber jetzt nochmal so ein... Ach, naja. Hier, schenke ich dir. Ein Gegner habe ich... haben wir noch... jetzt kriegen wir auf einmal 15 Block dazu. So, wir nutzen 1, 2, 3 mal dich. Dann hauen wir die auf den Kopf. Dann hauen wir die auf den Kopf. Ins Gesicht. Und da hinten einmal auf die Nase drauf. Bis der Schnabel krumm wird. Jetzt fängt es doch mal langsam an zu laufen. Off. Ja, ich bin instant Weghammer. Neues Level, ja. Genau das, was ich wollte. Wir nehmen dich. Fertig. Items. Ein neues Hämmerchen. Das gucken wir uns an, wenn wir... Dunkler Schleifstein kann einmal in jedem Zug benutzt werden. Waffen in dieser Reihe erhalten plus in diesem Kampf plus 1 Schwäche. Der wäre auch nicht schlecht. Rötenhammer? Rötenhammer. Was ist derselbe? Ach, den brauche ich nicht. Ach, den können wir verkaufen. So, der hatte halt. Mein Gold. Ich will mein Dach. So, da jetzt heißt es umbauen. Hier, das kannst du kriegen. Eins. Wie kriegen wir das Dach hier rein? Das da. Das ist zwei breit. Läuft doch. Du dahin, du dahin. Das heißt, wir können uns hier langsam nach oben stecken. Das ist ein Gewirsche in der Kirche. Hier, du noch rein, du da ganz oben drauf. Ich habe ein Haus gebaut. Stein auf Stein. Also, das Mana muss fließen. Du kannst da sein. Wenn genutzt, erhalten alle Waffen in dieser Reihe ein. Das heißt, du müsstest dahin oder nach da oben. Da oben ist natürlich cool. Machen wir zwei Hämmer, die richtig reinorgeln? Müssten wir den dahin? Du kommst da. Das sind unsere beiden stärksten Hämmer. Wenn wir dich dahin machen, machst du 14 und du immer noch 18. Plus ein für den Saphir. Naja. Dunkler Schleifstein. Erhalten alle in dieser Reihe Schwäche. Wer dann da? Sieht doch gut aus. Irgendjemand irgendwelche Einwände? Dich will ich noch mitnehmen. Hier, den kannst du kriegen. Saphir? Tschüss. Schmiede hat nix. Unbekanntes Ereignis ist das Glücksrad. Auf! Weiter runter. Hui! So, Boss Time! It's Boschi Time! Ach ja, jetzt brauchen wir ganz dringend den dunklen Schleifstein.
So, wir haben jetzt 29 Rüstung. Da. Und Problem ist, der kriegt nämlich jedes Mal Schaden drauf, wenn wir ihm Schaden machen. Deswegen ist es relativ positiv, dass wir ihm Schwäche reindrücken. Oh, er ist ja schon fast platt. Ach, den wollen wir komplett demütigen. Bump. Mit dem kleinen Hammer auf dem großen Zeh. Was haben wir hier? Der Schilddämon, den kennen wir schon. Der macht alle Schilde. Ein Schild verwendet sämtliche Waffen drumherum und die werden dann deaktiviert. Für jedes offene Leerzeichen. L plus 1 Energie. Für jeden freien Platz bekommst du eine Energie. Was haben wir hier? Lootbox. Wenn ein Gegenstand zerstört wird, erstellen sie ein neues Element derselben Größe. Wird danach für einen Zug deaktiviert. Nehme ich dich. Klingt am lustigsten. Bitte ich. Haben wir irgendwas zum Abgeben? Ja, dich. Ansonsten... Nö. Auf zur Kiste. Noch ein Schleifstein. Das heißt, wir könnten den so richtig auf... Nee, geht nicht. Zwei Schleifsteine drin. Er verbraucht ja. Wir sind hier, um die Mutigen zu schützen. Die Stachelschweine haben im ganzen Dungeon reisende Kliniken. Sie versuchen, die Tiere zu heilen, die sich hier tief in die Gefahr wagen. Brauchen wir Lebenspunkte? Nein. Brauchen wir maximale Lebenspunkte? Ja, bitte. Du bist jetzt stärker als zuvor. Verzauberter Sumpf oder tiefe Höhle. Ene Menu und raus bist du. Ab in die tiefe Höhle.